Um auf angelegte Filialen einen Bestand zu verteilen, gibt es verschiedene Wege. Dies ist die Variante 1, der manuelle oder die manuelle Bestandsverteilung. Dazu gehen Sie in den Artikelstamm, klicken einen Artikel an oder ich setze jetzt einfach mal hier Bestände größer 0, weil es macht ja nur Sinn, einen Bestand zu verteilen, bei dem ich auch was da habe. Okay, und ich sage, von diesen pinken Schrauben will ich jetzt etwas verteilen. Kann ich hier sagen, Bestand auf Filialen verteilen. Ich klicke darauf und kann nun sagen, ich will für die Filiale 1 hier, was weiß ich, 20 Stück haben. Und für die Filiale 2 will ich 30 Stück haben. So verfahren Sie mit jedem Artikel, bei dem Sie einen Bestand verteilen wollen. Dann machen wir auch noch den heutigen Artikel. Der ist auch sehr schön. In die Filiale 1 geht einer. Und in die Filiale 2 geht auch einer. Okay, so, also so verfahren Sie, wie gesagt, mit der Bestandsverteilung mit der manuellen. Wenn Sie fertig sind mit Ihrer Verteilung, wo Sie sagen, okay, jetzt habe ich die Lieferungen dastehen für die zwei Filialen, wie in unserem Beispiel, die wollen Sie jetzt verschicken oder Sie bringen es vorbei, ist ja egal wie, und Sie die FTP-Variante wählen, haben Sie nun die Möglichkeit, über Administration, Systemeinstellungen zu gehen, nun auf Filialen, und hier können Sie sagen, Zentral- oder Filialdatenaustausch. Nun werden die dementsprechenden Dateien zusammengestellt, das heißt Wabi Profi 3 macht jetzt eine Kontrolldatei der Artikel, der Warengruppen, der Farben, der Größen, Längendefinitionen und so weiter. Also das heißt alle Informationen, die halt hauptsächlich in der Zentrale bearbeitet werden können. Und Sie können nun sagen, dass Sie die Dateien übertragen wollen. Hierbei können Sie auswählen, ob Sie per FTP das Ganze machen wollen oder per USB-Stick. Okay, wir sagen jetzt halt FTP. Nun sage ich Dateien übertragen. Die Dateien werden nun gezippt und werden nun an den Server übertragen. Wabi Profi 3 überprüft an dieser Stelle, ob die Übertragung erfolgreich war, ob die Dateien erfolgreich waren. Das heißt, er lädt es hoch, er lädt es aber gleichzeitig runter und vergleicht dann die Prüfsummen. Wenn das alles passt, ist es einfach weg, das Fensterchen, und die Dateien liegen nun auf Ihrem FTP-Server. Ich habe nun mal, wie in dem vorhergehenden Video bereits erwähnt, FileZilla geöffnet, also dieser kostenlose FTP-Browser, der wirklich cool ist und der ist richtig gut. So, und hier sehen wir nun, dass wir in unserem Verzeichnis Filialen sind, das wir ja in den vorhergehenden Videos schon definiert haben. Wir sehen, dass Wabi Profi jetzt hier eine von zentrale Datei erstellt hat, das ist eine ZIP-Datei, in der alle relevanten Informationen stehen, das heißt alle Artikel, alle Lieferanten, alle Warengruppen, Größen, Farben, Längen, Saisonangaben. Das heißt alles, was halt nur in der Zentrale bearbeitet werden darf, um die Datenparallelität, sprich die Datengleichheit eben zu gewährleisten. Diese beiden Dateien für Filiale 1 und für Filiale 2 FTT sind Bestandsdateien. Hier stehen die von Ihnen übertragenen Artikelnummern mit den dazugehörigen Bestandsinformationen drin, die die jeweilige Filiale erhält. Zugleich haben Sie für die angeschlossenen Filialen auch zwei Ordner, Filiale 1 und Filiale 2, also so wie Sie halt die Filialen genannt haben. Warum haben Sie das? Ganz einfach, denn eine Filiale wird im Laufe 2014 auch die Möglichkeit haben, Dateien an den Server zu senden und das erfolgt dann auch auf dem FTP-Wege. Das ist schon die Vorbereitung hierfür. Ja, also das war's schon mit dem Video des Bestandsverteilens und zwar des manuellen. Ja, okay, wir könnten vielleicht noch eins machen, damit wir das auch vervollständigt haben. Wir könnten sagen, ja, okay, wir machen jetzt nochmal eine Verteilung, ist doch egal. Rechtsklick und ich sage, Bestand auf Filialen verteilen. Filiale 1 sage ich 1, ja, und hier sage ich Filiale 2 auch 1. Okay, nun gehe ich hier raus und ich mache das gleiche wieder. Administration, Systemeinstellungen. Entschuldigung, natürlich Blödsinn. Administration, Systemeinstellungen, Filialen, Zentrale oder Filialdatenaustausch. Die Dateien werden wieder generiert und Sie können an der Stelle sagen USB-Stick. Nun sagen Sie Dateien übertragen und Wabi Profi 3 prüft an der Stelle, hey, gibt es denn einen USB-Stick gerade in Ihrem System? Wenn es keinen USB-Stick gibt, sagt er das, hey, Benutzer steckt rein und dann können wir weiterreden. So, das heißt, die stecken einen USB-Stick rein und wiederholen den Vorgang. Ich habe nun einen USB-Stick eingesteckt und wir versuchen das Ganze nochmal. Wir sagen jetzt Dateien übertragen. Wabi Profi 3
prüft nun, ob ein USB-Stick vorhanden ist und zeigt Ihnen diese gegebenenfalls an. Es können maximal 3 verschiedene USB-Sticks auf Ihrem System vorhanden sein. Nun sagt er, hier auf dem Laufwerk I habe ich einen gefunden, oder Sie können sagen, abbrechen. Wenn Sie mehrere USB-Sticks eingesteckt hätten, müssen Sie halt einfach schauen im Explorer, welchen USB-Stick Sie gerade verwenden. Wie jetzt hier zum Beispiel, das ist jetzt unser Laufwerk I. Und dann wissen Sie, okay, auf den will ich es kopieren, und dann wählen Sie dementsprechend den USB-Stick aus, klicken hier drauf und die Dateien werden nun an den USB-Stick gesandt. Wenn Wavi Profi 3 damit fertig ist, dann verschwindet das Fenster, und wenn wir uns jetzt unseren Wechseldatenträger I ansehen, ist es genau das gleiche wie auf dem FTP-Server, nur dass es halt jetzt auf dem USB-Stick ist. Okay, das war's schon mit manueller Bestandsanlage und Verteilen der Artikeldaten oder der Elementardaten und mit Bestandsinformationen.